Dank nochmal für die Pflanzschulung im Herbst. Die Kulturen sind hervorragend angewachsen. Ja, sorgfältiges Pflanzen ist das A und O. Schließlich sollen Ihre Kulturen in den nächsten 100 Jahren gut wachsen. Ah, Herr Rombach. Ja? Wegen dem Neuen, der den Hof von Brooks übernommen hat. Wissen Sie da was Genaueres? Nein, bis jetzt weiß ich nur, dass er Brenner heißt. Er soll neue Leute eingestellt haben und soll sich aufführen wie ein Geschäftsmann, nicht wie einer von uns. Also ich habe ihn heute Abend auf die Versammlung eingeladen, vielleicht kommt er ja. Dann wissen wir anschließend alle ein bisschen mehr. Hätten Sie gedacht, dass der Brooks einfach so hinschmeißt? Ich glaube, er hatte schon länger Probleme mit seiner Gesundheit. Er wollte sich noch nicht anmerken lassen. Ja, hoffentlich langweilt er sich nicht zu sehr bei seiner Schwester im Schwarzwald. Also wie ich den Brooks kenne, wird er bestimmt mit seinem Dickschädel auch dort für genügend Wirbel sorgen. Wiedersehen. Wiederschauen. Eine einstweilige Verfügung? Aber das kann nicht sein. Wir arbeiten seit Monaten auf diesen Tag hin. Ich sehe überhaupt nicht ein, dass... Ich bin ruhig. Die Ruhe selbst. Ja, ich komme vorbei. Anna, was ist denn passiert? Unser Waldbauernmuseum. Jemand will die Eröffnung verhindern. Jemand aus Kübler? Von außerhalb. Frag mich nicht, was es soll, aber nach dem, was die Bürgermeisterin sagt, meint der Mann es ernst. Damit kommt er nie durch. Das Gebäude gehört der Gemeinde. Eben nicht. Anscheinend hat sich niemand die Mühe gemacht, die Eigentumsrechte genau zu überprüfen. Der Hof stand fast 60 Jahre leer. Morgen, mein Schatz. Ach, Martin, könntest du vielleicht? Markus ist schon im Sägewerk und ich muss zur Bürgermeisterin. Ja, und was ist mit David? Frau Seiler hat ihn schon abgeholt. Dann viel Glück. Danke. Mach's gut, mein Schatz. Danke. Und was wünschen Madame zum Frühstück? Spiegelei. Gut, dann ab in die Küche. Ja, um Himmels Willen, was hast du denn jetzt wieder angestellt? Red doch nicht mit mir wie mit einem kleinen Kind. Ja, wie soll ich denn sonst mit dir reden, wenn ich dieses Chaos sehe? Du hast dem Kreitmeier nur versprochen, den Traktor zu putzen. Mach ich ja auch. Später. Herr Bieler, Herr Bieler. Ein alter Traktor, der vor dem Museum steht. Das ist keine Sensation. Auch wenn er noch so poliert ist. Aber einer, der fährt. Was soll denn an diesem vorsintflutlichen Vehikel überhaupt noch fahren? Das überlass mal ruhig, Wuschel und mir. Wir haben alles unter Kontrolle. Aha. Ja, dann sag mir doch mal zum Beispiel, was du da in der Hand hast. Ja, das ist der, verstehst du ja eh nicht. Ach so. Wuschel, weißt du, was das ist? So, jetzt reicht's. Herr Baumgartner, jetzt warten Sie doch bitte. Herr Baumgartner, es tut mir leid, ich wollte Sie nicht verärgern. Aber in 2 Tagen ist Eröffnung. Viele Küblerer haben sogar private Erinnerungsstücke gespendet, damit das Museum etwas ganz Besonderes wird. Wir alle arbeiten seit Monaten fieberhaft auf diesen Tag hin. Ich habe Sie nicht darum gebeten. Das ist aber kein Grund, alles zu zerstören. Mit dem Museum halten wir doch auch die Erinnerungen an Ihre Familie wach. Sie machen eine Zirkusnummer aus meiner Familie. Das stimmt nicht. Wir... Das lasse ich nicht zu. Und es bleibt dabei. Herr Baumgartner. Hallo, Anna. Herr Baumgartner? Ja, aber ich verstehe den Mann nicht. Wenn man ihn so hört, könnte man meinen, wir eröffnen auf dem Hof seiner Eltern einen McDonald's und keinen Museum. Also, ich habe mit unserem Anwalt gesprochen. Es gibt eine gute Nachricht und eine schlechte Nachricht. Guten Tag, Herr Rombach. Grüß Gott, Frau Richter. Hier, das sind die überprüften Pflanzrechnungen vom Frühjahr. Es ist alles in Ordnung. Danke. Zuerst die gute Nachricht. Herr Baumgartner wird unser Museum nicht verhindern können. Und die schlechte? Die Eigentumsverhältnisse müssen geklärt werden. Das wird einige Zeit dauern. Es wird doch etwas kosten. Was ist mit der einstweiligen Verfügung? Also in den 2 Tagen, die uns noch bleiben, da werde ich sie nicht aufheben können. Also das heißt, Sie müssen die Eröffnung verschieben? Wenn Herr Baumgartner sich weiter stur stellt, fürchte ich auf unbestimmte Zeit. Ja. Ja.
Stefan Brenner. Ich habe Herrn Brucks Hof übernommen. Ich weiß. Martin Rombach, ich bin hier. Ich weiß. Tut mir leid, dass ich mich jetzt erst vorstelle, aber bei einem Hof dieser Größe ist man erst einmal Tag und Nacht beschäftigt. Das kann ich mir vorstellen. Werden Sie denn heute Abend zu unserer Versammlung kommen? Wenn die Frau Kager mir Zutritt gewährt. Schließlich ist sie eine meiner härtesten Konkurrentinnen hier am Ort. Ich werde ein gutes Wort für Sie einlegen. Das ist ein Angebot. Wiederschauen. Wiederschauen. Ruschelchen, jetzt haben wir es gleich. Nur noch die Feder da hineinschrauben und dann geht's. Der Herrgottsakrament, das gibt's überhaupt nicht. Ist die Feder auch noch weg? Alles unter Kontrolle, ja? Du könntest ruhig hier das mehr Vertrauen zu mir haben. Schließlich bin ich dein Mann. Machen wir jetzt wuschen. Also such, komm. Such die Feder. Wer ja, glaubst du kannst dich vor allem drücken? Mit gehangen, mit gefangen. Gut. Wenn Sie nächste Woche mit Gypsy wiederkommen, dann habe ich alle Ergebnisse aus dem Labor. Vielen Dank. So, auf geht's. Wiederschauen. Wiederschauen. Was suchst du denn da im Internet? Ach, Vincents repariert einen alten Traktor. Und da wollte ich mal sehen, wie sowas funktioniert. Soll ich's dir erklären? Ja, ich und Technik. Hallo, Martin. Hallo. Hi, Papa. Hallo, Jan. Danke, dass du ihn vom Internat abgeholt hast. Ich muss doch sowieso nach Passau. Na? Fährst du heute noch bei Anna vorbei? Ich würde gern wissen, wie weit sie schon sind. Ja, also die Eröffnung von Annas Museum, die muss wohl verschoben werden. Zumindest sieht es so aus. Die Eigentumsverhältnisse seien nicht eindeutig geklärt. Also irgendjemand hat wohl bei uns im Rathaus die Situation kräftig unterschätzt. Florian, du hast doch dieses Referat geschrieben in der Schule über den Unfall im Kübelacher Weiher. Das Mädchen, das damals dort ertrunken ist. Mhm. Hast du dieses Referat zufällig dabei? Nö. Ist aber kein Problem. Ich muss mich bloß in den Computer im Internat einloggen und das Referat downloaden. Einloggen, downloaden. Ich glaube, ich brauche dringend Nachhilfe bei Oma Hertha. Sonst verpasse ich noch komplett den Anschluss. Am besten du nimmst Papa gleich mit. Ah, grüß dich. Grüß dich, Herr Ufer. Grüß dich. Servus. Das ist Seiler. Grüß dich. Stellt euch vor, der Vincent. Der ist total verrückt geworden. Der ist so, will sich auf einen alten Traktor reparieren. Guten Abend zusammen. Herr Brenner, schön, dass Sie da sind. Grüß Sie, nehmen Sie doch Platz. Das ist der Herr Brenner, der hat den Hof vom Brucks übernommen. Kann ich Ihnen etwas bringen? Das Steak von der Tageskarte. Yes. Ach, und der Weißbier. Ja, ganz sofort. Sie sind also der Neue. Wenn man das so ausdrücken will. Aber Bayer sonst nicht. Österreicher. Jesus, Marie und Josef, ein Österreicher in Kübelach, das wird was werden, hab ich dir nicht. Bis jetzt haben Sie sich aber nirgends sehen lassen. Es gab einiges zu tun. Ich dachte, Sie lassen arbeiten. Vielleicht können wir das Verhör mal kurz unterbrechen und geben dem Herrn Brenner Gelegenheit zu sagen, was er uns sagen möchte, bevor ich hier mein Referat beginne. Ja, wie bereits gesagt, mein Name ist Stefan Brenner. Aufgewachsen bin ich in der Nähe von Salzburg. Wir sind Waldbauern in der vierten Generation und bewirtschaften einen der größten Höfe Österreichs. Warum sind Sie da bei uns, wenn der Hof so groß ist? Mein Bruder hat den Hof übernommen. Ich versuche mein Glück hier. Und zwar mit meiner eigenen Hände Arbeit, um Ihre erste Frage zu beantworten. Ja, damit dürfte wohl die erste Neugierde befriedigt sein, oder? Ich hätte noch eine Frage. Ja? Möchten Sie Ihr Steak medium oder rare? Medium rare, bitte. Bitte schön. Danke. Ich fühle mich richtig krank. Ach komm, vergiss den Baumgartner. Ich komme trotzdem morgen früh bei dir vorbei und helfe dir. Wie versprochen. Markus hat recht. Du darfst dich jetzt nicht unterkriegen lassen. Die Eröffnung ist nur verschoben, das ist alles.
Es kann Ewigkeiten dauern, bis die Eigentumsverhältnisse geklärt sind. Weißt du, warum er das macht? Keine Ahnung, warum der Mann sich nach all den Jahren plötzlich als Richter aufspielt. Ich habe nur ein ungutes Gefühl. Ein Glas Rotwein und zwei Maschinen. Heute ist ja ganz schön was los. Ja. Salztote Hose. Peter, Herr Brenner möchte dich sprechen. Und zweimal Schnitzel mit Kartoffelsalat. Medium oder Rare? In diesem Lokal bleibt aber auch nichts geheim. Ihr beide versteht euch ja immer besser. Ich fühle mich total wohl hier. Auch wenn ich an manchen Tagen Schnitzel im Akkord machen muss. Herr Rombach, wegen meinem Zuschuss für die Mischwaldpflanzung, haben Sie da schon einen Bescheid bekommen? Ja, der Abruf liegt beim Herrn Leonard. Also ich bin sicher, in den nächsten zwei Wochen wird der Zuschuss ausbezahlt. Dieser Wort, Herr Rombach. Dankeschön. Was halten Sie denn vom Neuen? Ihr kennt mit Sicherheit die aktuellen Piefgewitze. Herr Rombach, ja? Ich habe da noch eine Frage. Herr Brenner, grüß Gott. Ich nehme dir die Essen ab. Dankeschön. So. Sie wollten mich sprechen. Sie werden schon gehört haben, dass der Herr Bruck seinen Hof an mich verkauft hat. Dazu gehört unter anderem auch ein Gasthaus. Ich weiß. Und? Ja, mit der Gastronomie kenne ich mich nicht aus. Aber ich weiß, was ein gutes Essen ist. Ich möchte Ihnen den Gasthof zur Pacht anbieten. Hm? Mir? Sie wären Ihr eigener Herr? Denken Sie drüber nach. Das werde ich. Danke. Ja, ich möchte dann zahlen. Bitte. Ach so. Darf ich? Kennen wir? Ja, wir sind uns heute Vormittag auf dem Flur im Rathaus kurz begegnet. Martin Rombach, ich bin hier der zuständige Fürst. Ach ja, richtig. Setzen Sie sich doch. Danke. Nein, nein. Was kann ich für Sie tun? Es geht um das Museum. Wenn Sie die Bürgermeisterin geschickt hat oder diese junge Frau, dann bitte ich Sie gleich wieder zu gehen. Diese junge Frau ist meine Schwiegertochter. Ich bleibe dennoch bei meinem Standpunkt. Und glauben Sie nicht, dass ich es Ihrer Schwiegertochter vor Gericht leicht machen will. Der Hof gehört doch immer meiner Familie, auch wenn sie ihn der Gemeinde überlassen hat. Wohlgemerkt, überlassen. Nicht verkauft und nicht verschenkt. Sie haben sich doch all die Jahre nicht um den Hof gekümmert. Warum jetzt? Tja, ich war im Ausland. Nach dem Unfall sind meine Eltern weggezogen nach Südafrika. Und nach ihrem Tod bin ich dort geblieben. Und jetzt wollen Sie zurück. Ich weiß es noch nicht. Das ist ein Klunker. So, jetzt haben wir's. Wenn Sie damit fertig sind, helfen Sie bitte dem Herrn Binder beim Freischneiden der Mischwaldkulturen. Ja, ist schon recht, Chef. In einer Stunde sind wir da fertig. So, jetzt. Dankeschön, Herr Rombach. Aber gern. Herr Rombach. Ja? Was ist jetzt eigentlich mit dem Museum? Ja, das wird wohl vorerst geschlossen bleiben. Was? Wie kann man denn so engstirnig sein? Museum ist doch was Schönes. Ja. Der Baumgartner sieht das offensichtlich anders. Wenn Sie dem Neuen, dem Brenner, da bei der Arbeit zerschauen wollen, der ist da drüben beim Brucks in seinem Jungwald. Ach, die Kulturen, die sind doch schon 4 Jahre alt. Ach, sechs. Sechs? Ja, da sind die doch aus dem Unkraut gewachsen. Was gibt's da jetzt zu tun? Fragen Sie mich was Leichteres. Sieht ihr, Brenner waren in den letzten Tagen schon 3-4 Mal da drin. Schön, das sehe ich mir mal an. Ja. Komm, Franja. So, Herr Brenner, das war's. Wir sehen uns dann auf dem Hof. Alles klar, wir gehen schon mal. Mhm. Ah, Herr Rombach. Grüß Gott. Grüß Sie, Herr Brenner. Ist es Zufall, dass Sie hier vorbeischauen? Oder wollten Sie überprüfen, ob der Neue tatsächlich auch was arbeitet? Nein, nein, einer meiner Mitarbeiter hat mir gesagt, dass Sie hier sind. Aha. Ah. Ich habe gehört, der Koch im Ochsen ist Ihr Sohn. Ja.
Ich habe ihm das Angebot gemacht, meinen Gasthof zu übernehmen. Hat er angenommen? Noch nicht. Aber vielleicht könnten ja Sie ein gutes Wort für mich einlegen. Sie pflanzen hier Fichten? Ja, warum denn nicht? Herr Brenner, ich befürworte seit Jahren einen größeren Laubwaldanteil in unserer Gegend. Aber die Pflanzkosten liegen deutlich höher und am Ende habe ich bei Laubbäumen nichts weiter als minderwertiges Holz. Dafür gibt es Zuschüsse vom Staat. Und bei richtiger Pflege erhalten Sie auch bei Laubholz eine gute Qualität. Ich sehe das anders. Wozu die Nachhilfe, Herr Rombach? Herr Brux hat für diese Fläche Zuschüsse bekommen. Und Sie pflanzen jetzt zwischen die Laubbäume Fichten, das geht nicht. Zuschüsse? Hier? Nein, nein. Sie müssen sich irren. Also ich glaube, dass ich das Gebiet, für das ich zuständig bin, sehr genau kenne. Wie viele Zuschussflächen gibt es hier in der Gegend? 300? Deutlich mehr. Sehen Sie, da ist ein Irrtum keine Schande. Niemand kann bei so vielen Flächen jede einzelne genau kennen. Ja, sonst noch Fragen? Wenn nicht, ich muss weiter. Die Tür war doch bis jetzt auch gut genug. Aber wer weiß, was sich unter der alten Farbe verbirgt. Wenn wir die Eröffnung schon verschieben müssen, dann können wir die Zeit wenigstens nutzen und das Museum noch schöner machen. Super. In 2-3 Stunden ist das doch erledigt. In 2-3 Stunden? Bin ich Superman? Für mich schon. Hallo. Hallo. Ich habe für heute Abend eine Gemeinderatssitzung einberufen, um über die ganze Situation noch mal zu sprechen. Es wäre sehr schön, wenn Sie und Herr Rombach auch kommen könnten. Natürlich. Aber vielleicht sollten wir Herrn Baumgartner auch dazu bitten. Ich glaube nicht, dass das nötig ist. Ich musste die Eröffnung absagen. Was? Aber ich konnte nicht länger warten, bis ein Wunder geschieht. Ja, was ist denn hier passiert? Der schöne Traktor. Jetzt fang du nicht auch noch an. Wir reichen Herthas Kommentare. Warum holst du dir keinen Fachmann? Fachleute sind teuer, sind meistens nicht vom Fach. Dein Blaumann liegt da hinten. Blaumann. Du, ich bin ein Mann Gottes und kein Automechaniker. Ein bisschen beten könnte im Moment gar nicht schreiben. Ja, Peter. Grüß dich. Hast du einen Moment Zeit? Ja, natürlich. Komm rein. Magst du auch einen Kaffee? Gerne. Was ist denn das? Das ist ein Referat von Florian über eine Küblacher Familie. Die Tochter vom Baumgartner, die ist doch vor vielen Jahren hier bei uns in Bayer ertrunken. Danke. Du kennst ja die Geschichte. Ja, und jetzt ist der Bruder von dem Mädchen zurückgekehrt und will das Waldbauernmuseum verhindern. Ich weiß, im Ochsen reden sie von nichts anderem mehr. Außer vielleicht über Herrn Brenner. Und der hat dir angeboten, den Gasthof Brux zu übernehmen. Woher weißt du das? Hat sie Bilder was gesagt? Ich hab den Herrn Brenner getroffen. Und was hältst du von der Idee? Du, das ist zumindest ein großes Kompliment an deine Kochkunst. Ich bin in einem Alter, wo es vorwärts gehen muss. Sonst verbringe ich noch den Rest meines Lebens im Ochsen. Wäre das so schlimm? Du fühlst dich doch wohl dort. Den Gästen schmeckt es, mir auch, sehr. Und Frau Karger gibt dir doch in der Küche alle Freiheiten. Du traust es mir nicht zu. Ach, Peter, es geht doch nicht darum, ob ich es dir zutraue oder nicht. Ja, warum dann? Ja, ob du mit dem, was du machst, glücklich wirst. Denk doch mal an den Bellinghaushof. Dieser Smalltalk mit den Gästen, die Buchhaltung, dieser ganze tägliche Kleinkram, der erledigt werden musste. Das war doch nicht deine Welt. Ich könnte jemanden einstellen, der sich um all das kümmert. Ja, du kannst jemanden einstellen, aber als Chef kannst du nicht die Verantwortung abgeben. Denk noch mal über alles in Ruhe nach. Und lass dich nicht unter Zeitdruck setzen. Er wird nie ewig warten. Peter, du weißt, was du kannst. Und der Herr Brenner weiß das auch.
Bist du soweit? Ja, ja, ja. Ein letztes Gebet? Ich glaube, der Herr hat heute schon genug für dich getan. Was ist denn, Wuschel? Ich glaube, der hat was gefunden. Kommt die dir vielleicht bekannt vor? Hm? Du hättest beten sollen, Ignatius. Du hättest beten sollen. Ah ja. Ja, also meine Unterlagen besagen dasselbe. Ich wollte sie nur mit Ihren vergleichen, um ganz sicher zu gehen, dass ich mich auch wirklich nicht irre. Das ist ja auch richtig so, bevor man jemand beschuldigt. Niemand ist vollkommen. Wie weit sind Sie eigentlich mit dem Jahresbetriebsnachweis für den Gemeindewald? Ja, das geht morgen, spätestens übermorgen an Sie raus. Ich lese ihn so schnell wie möglich und sage Ihnen dann Bescheid, was ich davon halte. Ja? Hallo, Papa. Grüß Gott, der Leonard. Ja, grüß dich, Florian. Na, was macht denn die Schule? Ist okay. Ferien machen mehr Spaß. Oh, früher war doch die Schule dein Ein und Alles. Tja, man wird halt älter. Also, solange die Noten stimmen, kannst du von mir aus in Ruhe älter werden. Hat mein Referat was gebracht? Ja, danke, Florian. Hat es. Dann kannst du mich ja zur Belohnung ins Schloss fahren. Ich wollte Vinzenz dabei zusehen, wie er den Traktor repariert. Wie glaubst du denn, der kann das? Nö, aber das ist ja das Witzige. Ja, ja. Hier, zieh die an. Sicher ist sicher. Brauch ich doch nicht. Weißt doch, ich bin Superman. Herr Baumgartner. Möchten Sie sehen, was wir aus Ihrem Zuhause gemacht haben? Nein. Es lohnt sich. Was lohnt sich? Zu sehen, dass alles nicht mehr vorhanden ist, was einmal war? Auch wenn ich lange am anderen Ende der Welt gelebt habe. Durch diesen Hof war ich immer mit meiner Kindheit verbunden. Und ich konnte mich an die Zeit mit meinen Eltern erinnern und mit meiner Schwester. Und ich wusste, dass ich jederzeit hierher zurück kann. Ich bin sicher, die Gemeinde stellt Ihnen ein anderes Gebäude. Ich möchte kein anderes Gebäude und auch keinen anderen Hof. Hier bin ich aufgewachsen. Und wenn ich jemals zurückkehren sollte, dann werde ich auch hier leben. Sie, Herr Rumbach, warum pflanzt denn der die Fläche da mit Fichten aus? Ja, weil er glaubt, dass Fichten die höheren Erträge bringen. Aha. Aber irgendwann muss er doch damit rechnen, dass er die Laubholzgruppen rausnehmen muss. Ach, Herr Breitkreuz, wer wäre nicht der Erste, dem es egal ist, dass Mischwald stabiler ist? Aber er muss doch damit rechnen, dass sie ihm irgendwann einmal auf die Schliche kommen. Ach, Herr Breitkreuz, da wo ich die forstliche Beratung habe, wurden über 500 Flächen gefördert. 24. 24. Das kommen immer neue dazu. Gerade hat Herr Gassner einen Antrag gestellt. Da kann man schon mal was übersehen. Also diese Zuschüsse, was das kostet. Ja, auf den ersten Blick stimmt das, aber auf den zweiten zahlt es sich aus. Besonders für die Natur. Naja, mir ist das schon klar, Herr Rumbach, aber ob der Brenner das einzieht? Es wird ihm gar nichts anderes übrig bleiben. Vorsicht! Ich mach das nicht zum ersten Mal. Was, einen Traktor zu reparieren? Nein, auf irgendwelchen Sachen rumklettern. Oh. Vinzenz, gib auf! Gib du mir lieber einen 17er Schlüssel. 17er Schlüssel? Der Vater vom Dankwart Gruber, der hat früher solch alte Traktoren repariert. Warum holst du... Aber keine Hilfe. Florian ist schlau und Ignatius kann beten. Ja, ja, ja. Aber bis morgen ist nicht mehr viel Zeit, Vinzenz. Da hilft nicht einmal mehr beten. Es findet doch gar keine Feier statt. Das ist keine Frage der Feier, sondern des Prinzips. Ich habe gesagt, dass ich den Traktor repariert beim Museum vorfahre. Und da bleibt's. Bitte schön, wenn du dich unbedingt blamieren willst. Alter Dickschädel! Schaut mal.
Was ist das denn? Das ist eine Einspritzpumpe. Ein so alter Traktor hat doch keine Einspritzpumpe, Vinzenz. Hat er nicht? Was ist es denn da? Vielleicht sollte ich doch lieber beten. Laut Kaufvertrag haben Sie die korrekte Pflege der Zuschussflächen übernommen. Was passiert ist, ist passiert. Ich kann in so kurzer Zeit nicht jeden Baum kennen, der mir gehört. Subventionsbetrug. Entschuldigen Sie bitte, aber das heißt so. Also das ist kein Kavaliersdelikt. Jetzt lassen Sie mal die Kirche im Dorf, Herr Rombach. Wenn man einen Hof von der Größe übernimmt, kann so ein Fehler schon mal passieren. Sie haben 2 Wochen Zeit, diesen Fehler zu korrigieren. Wissen Sie, was mich das kostet? Eine andere Möglichkeit gibt es nicht. Entweder Sie nehmen die Fichten wieder raus oder Sie zahlen die Zuschüsse zurück. Plus Zinsen. Ich bitte Sie, das lässt sich doch auch anders regeln. Ich habe mich, was die monatliche Pacht für den Gasthof betrifft, noch nicht festgelegt. Da wäre durchaus ein lukratives Angebot für Ihren Sohn möglich. Ich meine, eine Hand wäscht die andere, oder? Versuchen Sie das nie wieder. Was? Einem jungen Mann die Chance seines Lebens bieten? Ich kann mir nicht vorstellen, dass Sie... Mich zu bestechen, Herr Brenner. Ich weiß nicht, wie Sie das bisher gehandhabt haben, aber bei mir funktioniert das nicht. Also wie gesagt, 2 Wochen, entweder oder. Dieses Wochenende? Ja, schön, aber das muss ich erst noch besprechen. Ich melde mich. Bis dann. Melanie. Ach, und? Wie geht's dir? Gut. Sie fragt, ob ich Manuel dieses Wochenende nehmen kann, statt nächstes. Sie ist auf eine Hochzeit eingeladen. Aber sicher, warum nicht? Das bekommen wir schon hin. Sibylle? Hm? Dieses Angebot, den Gasthof zu übernehmen, ich habe mich noch nicht entschieden. Schade. Wie? Ich hatte gehofft, dass dir die Entscheidung zu bleiben leichter fällt. Zieht sie immer wieder hierher. Hm? Ist das verboten? Nein. Ihre Schwester ist hier gestorben. Sie waren damals, glaube ich, so 8 Jahre alt. Was spielt das eine Rolle? Und Sie sind nach dem Unfall von zu Hause weggelaufen. Woher wissen Sie das? Wow! Das sieht spitze aus. Mein Held. Danke. Jetzt sollten wir vielleicht nur noch die Tür mit dem Tuch abhängen, bis alles getrocknet ist. Habe ich alles schon vorbereitet. Du bist ja klasse. Bist du das Band? Na klar. Ich war in der Nacht hier. Ich hatte mich da hinten im Gebüsch versteckt. Sie saß da vorne auf der Eiche, die über das Wasser hinausragte. Sie lachte. Und plötzlich war sie verschwunden. Die anderen haben sie gesucht. Aber sie blieb verschwunden. Bis heute. Unsere Familie wäre daran beinahe zerbrochen. Es hat Jahre gedauert, bis wir wieder ein Geburtstags- oder Weihnachtsfest feiern konnten, ohne daran denken zu müssen. Sind wir soweit? Ja, ja, ja. Vinzenz, du musst los! Brennt das Feuer? Ja, lichterloh! Na gut, Florian, lass an! Nochmal, los!
Vinzenz, du musst los. Denk an die Gemeinderatssitzung. Na ja, ist ja schon gut. Ich lasse euch huschen zur Unterstützung da. In 3 bis 4 Stunden bin ich zurück. Die Luft ist rein. Gott sei Dank. Hertha! Ja, hier bin ich. Darf ich euch vorstellen? Herr Gruber. Grüß Gott. Ich bin Herr Gruber. Nein, du bleibst draußen. So, jetzt ist dein Meerschweinchen wieder gesund. Und keine Gummibärchen mehr, versprochen? Danke, Frau Doktor. So, bitte. Dankeschön. Na komm, ich helfe dir. Ja. Wiederschauen, wiederschauen. Jessica. Grüß Gott. Hallo, Martin. Grüß dich. Wie du siehst, ist gerade mein letzter Patient gegangen. Hast du mit Herrn Baumgartner gesprochen? Gesprochen schon, aber... Das klingt ja nicht sehr erfolgreich. Der Herr Baumgartner, der hat als Bub gesehen, wie seine Schwester ertrunken ist. Und er glaubt, er ist schuld daran, weil er sie nicht beschützen konnte. Du meinst, er hat all die Jahre mit den Schuldgefühlen gelebt? Er hat sie verdrängt. Er und seine Eltern waren so weit weg von Küblach. Erst durch diesen Umbau vom Hof zum Museum ist alles in ihm wieder hochgekommen. Gibt es keine Möglichkeit, ihn zur Vernunft zu bringen, dass er einsieht, was er da tut? Ich hab's versucht. Der Rest liegt jetzt bei ihm. Markus kümmert sich um Katharina. Florian übernachtet im Schloss. Was hältst du denn von einem Abendessen im Ochsen? Ich habe das Gefühl, der Peter könnte ein bisschen Unterstützung gebrauchen. Solange es keine Gummibärchen gibt. Das Gummibärchen? Jede Frau hat ihre Geheimnisse. Gummibärchen? Ach, Herr Baumgartner. Na, guten Tag. Grüß Gott. Ich glaube, Sie kennen sich noch nicht. Das ist Frau von Hauenstein. Guten Tag. Grüß Gott. Haben Sie einen Moment Zeit für mich? Ja, sicher. Ich gehe schon mal ins Haus. Was kann ich denn für Sie tun? Sie haben noch nichts dagegen. Es ist Ihre Gesundheit. In der Nacht damals... Ich war wie gelähmt. Ich konnte mich nicht bewegen. Ich habe zugesehen, wie meine Schwester vor meinen Augen ertrank. Kommen Sie, setzen wir uns. Wissen Sie, wir haben versucht zu vergessen, was passiert ist. Wir haben es wirklich alle versucht. Aber wohin man auch immer geht, man nimmt sich mit. Wenn Sie das Museum verhindern, wird sich daran nichts ändern. Es ist alles, was mir geblieben ist. Niemand hat vor, das zu zerstören, Herr Baumgartner. Ganz im Gegenteil. Geben Sie dem Museum eine Chance. Lassen Sie doch einfach die Vergangenheit los. Versprechen Sie mir, dass mit den Erinnerungen an meine Familie kein Unfug getrieben wird? Sie können sich darauf verlassen, ja. Schließen Sie doch einfach Frieden mit dem, was geschehen ist. Hm? Es ist nichts Persönliches, Frau Karger. Ich versuche nur, wie jeder andere auch zu überleben. Grüß Gott. Ich hätte jetzt einen Pächter für den Gasthof. Ich brauche eine Entscheidung, Herr Rumbach. Wie, jetzt sofort? Tja, was ist morgen anders? Hallo. David. Grüß dich, Sophie. Servus, Peter. Wir würden gerne was essen, Herr Brenner. Der mittlere Tisch ist noch frei. Oh ja, danke. Entschuldigung, Herr Rumbach. Ja? Ich möchte mich bei Ihnen für das Missverständnis entschuldigen. Ich habe die Fichten aus den Laubholzgruppen wieder herausgenommen. Ich wusste wirklich nicht, dass es eine Zuschussfläche ist. Das habe ich erst von innen erfahren. Nur, da war es dann schon zu spät. Ach, Herr Rombach. Und wegen der anderen Sache. Ja? Ich
Nichts. Es tut mir leid. Herr Brenner. Ja? Ich habe mich entschieden. Aha. Ich bleib hier im Ochsen. Gut. Beim nächsten Mal entscheide ich mich schneller. Das will ich hoffen. Können wir es jetzt mal probieren? Ich glaube, es hat eine Temperatur. Gib mir mal das Lenkrad. Geht's mal ein bisschen zurück? Ja. Gib mir mal ein bisschen Gas. Sehr gut. Danke. Kaffee oder Cognac zum Abschluss? Espresso. Zwei Espresso, bitte. Gerne. Und zwei Gläser Sekt, bitte. Wir haben etwas zu feiern. Oh, wie schön. Wenn Herr Baumgartner seine einstweilige Verfügung zurückzieht, haben wir doch einen Grund zu feiern. Findest du nicht? Doch, das finde ich auch. Störe ich? Nein, nein. Du hattest recht. Das mit dem Selbstständigmachen klingt toll, ist aber nichts für mich. Ich liebe mein Leben hier und die Zeit, die ich dadurch für mich habe. Der Essen war heute wieder gut gekocht. Vierte. Danke. Übrigens, Manuel kommt dieses Wochenende zu mir. Da möchte ich mich ganz auf ihn konzentrieren. Das ist mir wichtiger als jede Karriere. Von wem er das wohl hat? Von mir ganz bestimmt nicht. Ihr Espresso. Danke. Peter, zweimal Dessert und einmal Käseplatte. Und denk an das Frühstück für Herrn Baumgartner morgen früh, ja? Ist schon vorbereitet. Ich dachte, der Baumgartner wollte heute abreißen. Zu mir hat er gesagt, morgen früh. Er hätte heute Nacht noch irgendetwas zu erledigen. Was ist? Ich weiß nicht. Entschuldige, ich muss noch mal los. Wo willst du denn hin? Zum Museum. Hier, Rumbach, beim Waldbaumuseum brennt's. Ja, beeilt euch. Baumgarten. Herr Baumgartner, ich hab mir doch versprochen, warum haben Sie denn... Ich hab das nicht wollen. Ich wollte meinen Frieden mit mir machen. So wie Sie es gesagt haben. Ich hab's nicht wollen. Herr Baumgartner war heute bei der Polizei und hat seine Aussage gemacht. Ja, ich weiß. Er sagt, es war ein Unfall. Ich glaube ihm nicht. Aber das wird wohl nie endgültig geklärt werden. Anna, er hat sein Elternhaus geliebt. Er wollte es beschützen, nicht zerstören. Es ist alles verbrannt. Bis auf die Grundmauern.
alles kaputt. Du, ich würde dir gern was zeigen. Auch wenn dein Museum zerstört ist, darf man die Hoffnung nie aufgeben. Erwartest du ein Wunder? So was Ähnliches, ja. Ja, Himmel, Arsch und Wolkenbruch. Da muss ich nochmal ran. Oh, nein, Vinzenz, bitte. Bitte versuch's doch nochmal, bevor du wieder den ganzen Motor zerlegst. Der ist gestern nicht angesprungen, der springt jetzt nicht an. Glaubst du an Wunder? Versuch's nochmal, Vinzenz, bitte. Ja, also gut, weil du es bist. Herr im Himmel, steh'n's bei. Gebracht. Man muss nur wollen. Darf nie aufgeben, dann ist alles möglich. Ein Gruber sei Dank. Dass das Museum abgebrannt ist, bedeutet ja nicht automatisch das Ende. Es ist nur ein schwieriger Anfang. Das ist mein gut altes Haus. Vielleicht sehen